Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Super Smash Bros. Ja, Turnier kann man es ja mal nennen. Season. Das heißt seit Anfang an Season. Genau. Deswegen kann man es auch nicht Turnier nennen. Da habe ich ja vollkommen recht. Ja, jedenfalls, Season kann man es auch nicht mehr nennen. Weil eigentlich waren nur 5 Folgen geplant. Du willst ja nur einmal gewinnen. Ich hab doch schon mal gewonnen. Ein Match, ja. Nur kein Tag. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wie es funktioniert. Das ist gut. Ja? Ja, bin ich schon. Du ne? Ne, irgendwie nicht so. Boah, du Drecksau, nur weil du so weit ausholen kannst. Nein, nein, also echt. Das hab ich nicht auf Pause gedrückt. Aus Versehen. Was für komische Perspektiven kommen, wenn man Pause drückt. Ne, jetzt hörst du aber mal auf, ne? Ich bin eine Dame. Darfst du mich einfach so anfummeln, ey. Oh, scheiße, ey. Ich flippe aus. Ich sehe jetzt den Winter sogar mal auf die Fressflore. Ist bei mir relativ selten. Aber es wäre beinahe tatsächlich so passiert. Ist so Quatsch hier zu erzählen beim Spiel? Das ist echt so, Mann. Ich bin auf Haus ausgestiegen. Das zählt nicht. Da wurde es dann glatt auf einmal auf dem Boden. Und da wäre ich beinahe unten hingefallen. Aber ich habe zum Glück zwei Füße. Hätte ich nur einen Fuß. Ne? Der ist ja ausgerutscht, der eine. Dann hätte ich echt Pech gehabt. So ein Quatsch. Ich schon wieder keine Ahnung mehr, wie das Spiel funktioniert, ne? Das war gut. Ne, das ist überhaupt nicht gut. Das ist voll problematisch, wenn man das nur einmal die Woche spielt. Ich spiel's ja genauso wie du schon einmal die Woche. Ja, von daher gleicht sich das ja aus. So. Wie sagt ihr, wie mich Minecraft schon wieder ankotzt, nämlich aus einem ganz einfachen Grund. Die erste Aufnahme, die ich gemacht habe. Da ist mir vorher nicht aufgefallen, weil es so blöd ist. Weißt du, gerade an dem Wechsel zwischen Game-Menü oder Startbildschirm und wenn du in die Welt reingehst, ist die Aufnahme kaputt. Okay. Also, da fehlt dann so 2 Sekunden Bild oder so, weißt du? Oder 10 Sekunden fast. Und dadurch ist das Ganze dann asynchron geworden, der Scheißton. Gut. So läuft das. Ja, das ist so kacke. Vor allen Dingen versteht's nicht. Egal was für eine scheiß Minecraft-Version es ist, ne? Ja, ob jetzt PS3 oder PS4, es ist immer scheiße. Zum Aufnehmen. Jetzt das ist lächerlich. So langsamer. Jawohl, du hast recht. Ja, findest du. Ja. Jetzt hörst du mal auf, ey. So, eh verloren. Sagt wer? Hörst du auf, mich anzufummeln hier? Wie oft soll ich das noch sagen? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab voll die gute Idee für eine Fernsehserie gehabt, ne? Okay. Gestern im Spiel. Ja. Während der Busfahrt. Wie du während dem Spielen hier so ein Schwachsinn erzählen kannst. Auf jeden Fall. Ich will konzentrieren und wenn jetzt so Schwachsinn angucken oder anhört. Knackvoll. Das ist echt so. Aber nicht. Ist so. Alter, wenn du nochmal da hochkommst, haust du auf die Fresse. Jetzt reicht's mir langsam, ne? Ein Scheißdreck hier. Kaputt. Jetzt reicht's aber mal.
Alter, jetzt ist aber hier Schnitzel im Brot. Nein, warum flieg ich denn jetzt raus? Kann mir das einer sagen? Das ist doch Schwachsinn, ey. Das ist doch Schwachsinn. Oh, so ein scheiß Spiel aber auch, ey. So ein Kack. Das ist so ein hartes Stück Arbeit. Boah, wenn ich das sehe. Oh nein. Ja, hier, zeig dir, halt mein Bruder. Hau mir auf die Fresse jetzt. Ich hab keinen Bock. Ich hab gedacht, wir haben es geschafft letzte Woche. Nein, natürlich nicht, Mann. Jetzt ist kurz der Job sich verloren. Was mich mal interessieren würde, habt ihr Amiibos? Also, aka Zuschauerfrage. Wir haben zwei. Aber ich benutze meinen Bett mehr. Ja, ja, ich weiß, deine ist eine Collector-Sammlergeschichte. Apropos Collector-Sache, krieg ich mich auch auf, ne? Ich habe am Sonntagmorgen eine E-Mail bekommen, dass von Batman Arkham Knight die Batmobile Edition wieder verfügbar ist. In dem Moment, wo ich auf den Link drücke, ist schon immer da. Also warum machst du den Attacken-Ding nicht, du Vogel? Nicht ewig aufladen? Wenn er will, wenn, dann muss es gut werden. Einmal. Mal der gut, Dummkopf. Jetzt seine scheiß Attacke halt auch wieder länger ist als meine, ne? Echt gut auf. Na und dafür kannst du fliegen, obwohl du eigentlich nur Link bist. Kann ich überhaupt nicht. Na klar, wie geht das sonst, du Kackvogel? Machst du immer diesen Aufwärtsdreher, als wär's ein Hubschrauber. Und feige bist du auch noch offensichtlich. Ja. Mister, ich schub direkt in die Stachel rein. Bounce direkt drauf. Na, boah. Siehst du, hochgeflogen und noch auf die Fresse gehauen. Ja, so läuft's. Glaub ich nicht, jetzt tut er so, als könnte er runterfallen. Guck, ich wusste's, Mann. Dieser Link, ich hasse ihn. Ich glaube, ich kann nach dem Kack hier, kann ich nie wieder Zelda spielen. Mhm. Weil ich die ganze Zeit denke, das ist Spaß. Und Scheiße, ey. War's das endlich? Nein. Warst du eigentlich gut da im Speedrun oder nicht? Weiß ich nicht. Der Arsch, wie er das Ding blockieren wollte, wenn er sich dran hängt, ne? Ja. Wahrscheinlich kannst du dich da nicht. Du hast es geschafft, oder? Sieht so aus. Du hast das erste Mal geschafft! Was denn? Oh, logischerweise, sonst wärst du nicht mehr gekommen. Nicht. Oh, finsterer Pilz. So ein Schwachsinn. Oh, finster. Ich hab die ganze Zeit auf das Video gewartet und hab schon gedacht, du bist mich verarscht. Was? Ja, das ist das Video, was du erwähnt hattest. Beim Dings. Achso. Beim Speedrun. Ja. Ich hab gedacht, du bist mir schon wieder hier mein Game. Kam doch oder nicht? Ja, ja. Kam doch ziemlich am Anfang. Hä? Nee. Wie ziemlich am Anfang? Nee. Hätte so lange gedauert. Doch, doch. Nee. 20 Minuten oder so. Klappe jetzt! So. Du musst dich hier auf das Spiel konzentrieren, du Spacki! Vielleicht 25. Mit der Scheiße, die da hinten rummacht, ey. Jetzt dreh ich mich auf mit dem komischen Weltraumkacke da. Ganz weit dreht sich die Scheiße, als wär's so gut geglaubt. Und tschüss. Nein! Blöde, ach du Blödkuh. Als ob das jetzt notwendig gewesen wäre, Mann. Scheinbar schon. So, jetzt ist aber mein Fuck hier, oder was? Blödes, werd erst mal blind. Weiß nicht, das Nintendo ist ja dafür berühmt, ne? Bei Pokémon war es ja auch so eine Folge, wo die Leute in Japan alle Epileptiker gezeigt haben. Jetzt seid ihr tot, so nach dem Motto. Dafür gibt es jetzt ja diese Meldung in jedem Spiel.
Und genau so ein Scheiß müssen sie hier wieder machen mit den komischen Lichtstrahlen und hast du nicht gesehen, von wegen, ey, ihr seid doch eben. Stopp jetzt, du Kackvogel. Ich hasse dich. Ach ja, weißt du, das, was ich machen will, machst du, oder was? Bestimmt. Bucky. Oh, ich bin ein Flugzeug. Ist das ein Link? Ist das doof? Keine Ahnung. Oh Mann, jetzt sag mal nur. Klappe jetzt, Mann. Du bist doch hier der... Guck dir den Scheiß doch mal an. Wie du da mal wieder hochmachst, da könntest du auf die Fresse für hauen. Ohne Scheiß, Mann. Du Wichser. Recht doch mal hier. Ey, leck mich doch! Oh, fuck you, Mann! So ein Trecko-Scheiß! Mister, ich hab einfach mal 1000 blöder Fuck. Jetzt reicht's doch mal. Nein! Oh, Mann! Gibt's überhaupt nicht. Wie sich unsere Klingen gekreuzt hatten. Ja, wo hast du denn hin, du Holzkopf? Dahin, wo es hingehört. In die Luft. Weißt du, Link rettet immer nur Zelda. Ich muss mit Zelda spielen. Die ist doch auch da dabei, oder nicht? Nein, jetzt kannst du mal auf die Pause zu drücken. Entschuldigung. Das ist meine neue Taktik. Ich glaube auch. Ja, weißt du was hier jetzt mit dem Tempo mich zustürmst? Fuck you, Mann, fuck you. Ach, du blöde Kuh, bist zu dumm, um nach unten zu fallen. Im Ernst. Scheiß doch auf dich, Link, Mann. Weißt du was, du bist voll die Kackfratze. Wenn ich dich sehe, könnte ich schon und überhaupt. Aber ich glaube, ein neuer Challenger. Nein, das war ultra stark, Mann. Jetzt schon. Mario war ja schon da. Scheiße. Oh, Mann. Warum heißt Kid Icarus eigentlich Pits? Macht doch gar keinen Sinn. Mach doch nicht sowas. Jetzt reicht's mir aber, ne? Kackvogelgesicht. Ja, du bist ein Kackvogelgesicht. Mister, ich tu nach unten schlagen. Wie ein Feigling. Du, weißt du was? Ich könnte dir dafür einen ins Gesicht kacken. Und Scheiß, Mann. Ich sag dir, ich esse das ganze Wochenende schön gesetzt mich in den Flur. Und lass einen Strahl ab, dafür dann zu heulen. Ohne Scheiß, Mann. Oh, Scheiße! Ich hasse dieses Kackspiel, ich hab keinen Bock mehr. Ich hasse es, Mann. Ohne Scheiß. Das ist so bekloppten Kack. Nur weil ich mir bildlich vorstellen musste, was ich mit dir machen werde. Blöder Scheißdreck. Oh Mann, war der gut. Toll, dass du schnell angreifst, hat sich, obwohl ich hätte früher landen müssen. Ah, nein. Mach mal keinen Schwachsinn hier. Ach ja, weißt du was hier? Und dann machst du noch so einen Kack da. Hast du Glück gehabt, den. Nur weil du deinen scheiß Rettungsmove perfektioniert hast. Ja, und? Das ist das Wichtigste in dem ganzen Spiel. Ach, weißt du, nur weil du so einen Haken hast, ey. Flippe aus. Du hast voll die Vorteile. Das ist grün. Ah, das war knapp, weil da hast du eben Glück gehabt. Ja, scheiße. Das war mehr als Glück geben. Du warst Glück. Ich hab noch geblinkt, wie Gott mich angreift, unfair.
Ach ja, weißt du was, jetzt flipp schon mal aus, ne? Immer haust du mir eine drauf. Ungefähr. Komm, Quatsch. Eieieiei. Ah! Was war das? Trockengreifen oder was? Ich komm vorgecharged und da passt das mit der Kralle zu. Ha! Jetzt hier aber, ne? Ja, jetzt hier. Mann, ich hasse dich! Und stirb einfach, Mann, du Kackvogel, Mann! Und Scheiße, ey! Ey! Weißt du was? Stirb! Joa, oh, ja, ich fall da noch runter, der oder wie, oder was? Stimmt, der ist runtergedrückt. Ein Scheißdreck hat der gewirbelt! Fisch gefistet, Mann. Klappe, Katze. Doch, Mann. Du hast sie gerade angesprochen. Nein, du hast nur kein Gehör. Mhm. So, Evo hat Ohrprothese. Hörgeräte, du Vogel. Nein, Mann, Ohrprothesen. Du kannst ja hören, du hast nur keine Ohrmuscheln mehr. Und zwar, ihr kennt doch bestimmt die Select-Muscheln aus dem Automaten, oder wo man die kaufen kann. Da hat er sich drei Stück zusammengeklebt und trägt die auf jeder Seite, weil er gehört hat, dass Ohren Muscheln haben. So meine Scheiße, erzählst du uns denn? Ich will doch gar nicht gewinnen. Das ist gar nicht mein Ziel hier. Ich will Spaß haben. Gut, so muss das sein. Immer den Blink auf die Fresse. Jetzt reicht mir der Scheiß aber mal, weißt du? Normalerweise ist das unfair. Ja, was macht der denn? Wollt nach oben hauen. So ein Holzkopf. Link, bitte. In die Fresse, Mann. Boah, super hier. Und das überhaupt. Und ach, ich hatte es. Mit dem schau mal nach oben. Ich bin nämlich der, der nach oben haut. Warum hast du halt getroffen, du Holzkopf? Auf die Guschwan! Jetzt geh dahin, wo du herkommst! Scheiße den Mann! Ja, fuck you, Mann! Das war nicht so gut. Aber schon lachen, ne? Ja, wenn du da so einen Schwachsinn machst, muss ich lachen. Ach ja, weißt du was? Und dann die Scheiße schon wieder, Mr. H. Tu einfach mal einen Schwachsinn weg. Selber schuld. Oh, du über mich drüber hüpfst. Guck dir doch mal an, wie er aussieht, Mann. Als wäre die Schwester von Barbie oder so. Der Blödkopf. Scheiß Link da, ey. So, letztes, dann ist schon 4-0. Ja? 3-0 steht. Ich sag dir, ich geh irgendwann mal in den Saturn und hau alle Link-Amiibos kaputt. Ich glaub nicht, dass die das machen lassen. Das war mir egal, ich hab mindestens 2 kaputt gemacht, bevor da irgendeiner was umfällt. Da muss ja dann erstmal einer kommen von den Kunden und zur Kasse rennen und sagen: Hey, da ist ein Verrückter, der macht Alter, die Amiibos was kaputt. Was soll der Schwachsinn denn? Weil glaubst du, dass da irgendein Verkäufer hingeht? Nee. Die haben Angst. Und wenn die es machen, sage ich, ich habe eine Bombe. Und die glauben mir das. Ja, glaubst du nicht, dass die das glauben würden? Die glauben dir, das hast du recht. Ich sag, Allah! Ich habe eine Bombe! Fertig ist die Sache. Ich werde mit dir damit. Ich werde mit dir damit, könntest du den ganzen Frankfurter Bahnhof irgendwie lahmlegen. Halben Tag oder so. Ja, glaub schon. Ich nehm Bierflasch Sixpack und bin den um den Bauch.
mit dem Handy in der Hand und sage, ey, da kommst du dann immer rein. Musst du aufpassen, dass du mich nicht erschießt. So ein Quatsch. Guck mal, da hinten ist mein Bild und ich sehe besser aus als du. Du siehst aus wie eine Frau. Was ist denn da los? Ich bin jetzt schön von der Frau verprügelt. Ich verstehe nicht, wie der in Special funktioniert. Ich hab's noch nie verstanden, ich werd's nie verstehen. Ich hab langsam keine Lust mehr, das rauszufinden. Ach, weißt du was? Mach doch hier. Als wär's eine 360-Grad-Waffe oder sowas. Keine Ahnung. Wie unrealistisch die Kackspiele sind, das stört mich voll. Weil du tust hier die ganze jetzt? Zeit unten das, den Bodenmesser, ne? Aber das interessiert den Boden überhaupt nicht. Kackspiel ist das. Wieder aufgeholt. Was steht da hinten? Schicksal? Guck mal, da hinten steht, über den Namen steht da was. Kommen wir so hoch. Muss ja springen. Herausforderin Schicksal oder sowas. Wie, bei dir steht, ach, weißt du was, ich jetzt hab ich keinen Bock mehr, ich spiel das immer. Held von Schnitzelböps. Ein Held tut sich anders verhalten, das will ich immer sagen. Ah. Was bei Mario gelernt, Mr. der Schlupfweb auf den Kopf rum, der mir auf den Sack geht. Es wurde übrigens confirmed, dass kein Mario-Spiel dieses Jahr geben wird. Okay. Dafür gibt's Toad und so Schwachsinn. Ja, super. Das ist jetzt am Anfang vom Jahr rausgefistet worden. Jetzt haben sie gar nichts mehr an Munition wahrscheinlich. Dafür kommt ja Zelda. Ja, wenn's kommt. Wenn's kommt. Das traue ich denen zu, dass das nicht kommt. Weil sie sagen, irgendwie haben wir das überschätzt. Was? Aber andererseits habe ich die Befürchtung, dass es voll das krasse Open-World-Spiel wird und dann ist Zelda tot. Ja, weil alles Open-World ist und das ist langweilig. Naja. Zelda war früher auch schon Open World irgendwo. Ach, was ist das denn? Ach, jetzt tu mal Dr. Mario umhauen, Mann. Der tut dir einen Einlauf verpassen. Richtig mit. Ja, hinter der Muskelschaft. Mit dem Zäpfchen gibt das dir, Mann. Der ist so schick. Du weißt genau, was ich mache. Ja. Trainiere jetzt die nächsten zwei Wochen meinen Amiibo. Lass den vorher einscannen und tu so, als ob ich spielen würde. Weil du machst mein Amiibo und der fistet dich. Wie er mit Pillen wirft, der alte Drogendealer. Klar, wenn das Wappen schon ein Pilz ist, bist du im Eimer, sag ich dir. Alter, hast du den Buch gesehen? Ja, ja, den kannst du hier. Der hat ja auch studiert. Der ist nicht tot. Ich hasse diese wenn es keine Omega-Stages da sind. Das ist so ein Schwachsinn. Was hat er? Insgesamt 50 Kämpfe bestritten. Toll. Ich könnte ja mal verlieren, dann musst du gegen Dr. Mario kämpfen. Ich habe eh schon 4-0. Jetzt bist du im Drogenstore. Ob das die Dings von Dr. Mario ist, die Map? Keine Ahnung. Weil ich wüsste jetzt nicht, so was vom Spiel das passt. Ach, weißt du was, bleib halt liegen, Mann. Dumm. Was mich auch stört, ist das mit dem Schild. Ich finde das einfach scheiße, dass es immer so einen Moment braucht, um sich aufzubauen, irgendwie. Ja. Das ist totaler Blödsinn, irgendwie. Ja, dass wenn ich blocke, dass ich sofort blocke und dann alles andere abgebrochen wird. Ja. Weil du musst es ja irgendwie gedrückt halten, dann kommt es erst und irgendwann. Du musst das vor allem auch irgendwie erst anmachen und alles. Ja, es macht null Sinn irgendwie. Das Schild auch blöd. Das ist halt kein richtiges Kampfspiel, das ist halt einfach nur so ein Schau dir auf die Fresse Spiel. Ja. Nichts anderes. Schau dir auf die Fresse, nee, ich versuch dich, das ist professionelles Schubsen. Ja. Was anderes ist es nicht, das ist kein Beat'em Up, das ist ein Schubsen ab. Oder Schubsen runter. Ach ja, weißt du was, jetzt stirb einfach mal, ich hasse dich. Link, ich hasse dich. Ich sag dir, der ist in Link Between Worlds schizophren geworden. Mhm. Seh ich nicht, aber okay. Oh, fuck you, man. Ach, weißt du was, flieg doch in den Himmel. Und wie er da rummacht mit seinem lila Töfte-Ding. Ah,
Der hat so eine Kacke. Was ist denn das für eine... Jetzt sag mir das mal. Der hat ein Schwert, ne? Der kann mit seinem Scheißbogen Fernkampfattacken machen. Und dann muss er auch noch Enterhaken haben, oder was? Jetzt mal unscheiß, Mann. Das sind seine ganzen Sachen. Er hat ein Range-Melee. Bomben hat er doch. Almighty Schwul. Das ist, könnte ihm eine und überhaupt, ey. Das ist schwul. Problem ist, dass du einfach nicht herauskommst, dass ihm jemand rauskickert. Ja, ich weiß es schon nicht. Ja, das ist das Problem. Du sagst die ganze Zeit, dass ich einen Schubseit bewerfen muss und du kickst mich halt einfach nur rum, statt dass du mich rausschubst. So. Bei 195% reicht's dann mal. Ich mag dich nicht. Link, du bist so blöde Socke. Schon klar. Aha, Mister, ich hab eine Bombe in der Hand. Er ist von seiner eigenen Bombe explodiert. So lustig. Ich hab beschlossen, ich will so einen DX-Racer-Stuhl ab. Die sind voll geil. Wie willst du das wissen, dass die geil sind? Du hast da noch nie drauf gesessen. Nee, aber ich hab einen gesehen im Fernsehen. Ja, das ist das Problem. Du hast ihn im Fernsehen gesehen. Wieso? Denkst du jetzt, er ist cool? Na klar, denkst du nicht, dass der cool ist? Ich glaub nicht. Ich schon. Die kosten 300 Euro, die müssen cool sein. Die Faustregel, alles was über 100 Euro kostet, ist cool. Was ist das für eine Faustregel? Das weiß ja jeder. Deswegen kosten Dings Collectors inzwischen auch um die 100. Achso. Weil man die ja nur kauft, weil sie cool sind. Ach, weißt du was? Ich bin gelandet, hätte schon lange schlagen müssen. Und was ist deiner? Macht dann Scheiß, deinen Scheiß, Mann. Müssen. Wie ein Scheiß. Nix ein Scheiß. Na klar. Sind hier nicht in Shitistan oder was weiß ich. Gerade erfunden, das Land gibt's gar nicht. Falls jetzt jemand googeln will. Ach, weißt du was hier? Und Hüpferei und dann machen wir hier mal auf die Kusch und so. Und du bist, der jetzt angefangen hatte mit dem Hüpfen statt dem Blocken. Das stimmt doch gar nicht, als ob ich sowas machen würde. Klar. Nein, das mach ich nicht. Dann halt nicht. Ach, weißt du was hier? Komm mal so. Weißt du, wenn ich hier irgendwie irgendwann mal den Controller irgendwo reinschmeißen könnte, dann wegen diesem Tag Spiel hier. Das sieht nicht mal hübsch aus, Mann. Macht mich so aggressiv, dass ich Pause drücken muss. Da passiert hier überhaupt nichts. Oh! Okay, ich reg mich jetzt nicht mehr auf. Ich hab noch zweimal, die nicht zählt. Und ich will jetzt einen anderen Spieler. Erstmal muss ich heute gegen Dr. Mario kämpfen. Ach, ich hab da gekämpft. Das ist doch scheiße, Mann. Ich hoffe, dass er die irgendwann mal alle hat. Meisterbälle, halt die. Und ich könnte. Ich bin so aggressiv. Ich könnte den scheiß Controller irgendwo hinschmeißen, damit er kaputt geht. Und dann zeige ich das Nintendo. Das heißt, ich mach dann ein Foto und tu das auf Twitter hochladen und dann guckt Nintendo, das habt ihr sofort. Einer eurer scheiß Controller ist kaputt und ich kauf keinen neuen. Weißt du, was cool wäre? Wenn die Tabletten random wären und wenn manche, die dich treffen, Schmerztabletten sind, die dein Damage reduzieren. Hm. Wundert mich ja, dass die sowas haben, so ein Dr. Mario. Dass sie das haben durchgehen lassen irgendwo. Das war jetzt das Beste, ne? Bei dem Awesome Games dann Quick gerade, ne? Ja. Da war der Komponist von Benjamin Kazooie da von Rare und Coda. Ja. Also in Skype dann da. Ne? Ja. Und da haben sie mit dem da so gebabbelt und so. Ja. Und dann musste er irgendwie, wollte er die ganze Zeit Thank you sagen, ne? Ja. Und Nintendo hat die ganze Zeit gedacht, er sagt Fuck you, ne? Ja. Das musste er irgendwie 25.000 Mal einsprechen, weil Nintendo jedes Mal gedacht hat, dass er sagt nicht Dankeschön, sondern, ne? Und. Ja.
So ein Kram die ganze Zeit erzählt, ne? Ja. Von der Geschichte da. Lächerlich. Und er sagt, der hat ja auch zu Nintendo gesagt, ne? Ey, ganz ehrlich, ich sag doch nicht in einem Kinderspiel dann fuck you die ganze Zeit, ne? Ja. Wollt ihr mich verarschen oder was, ja, ne? Da musst du das dann wirklich dann so ganz genau machen, ja, dass überhaupt gar keine Verwechslungsgefahr in irgendeiner Form passieren den kann. Ist nicht der den voll. Wen holst du denn? Ach, Nintendo ist auch blöd. Voll lustig. Was sowas angeht. Warte mal, der ist total anders, der riecht mich auf. Ja, warum hat der nicht getroffen, Mann? Der ist gleichzeitig vorbei gewesen. Liegt aber krasser mit dem, hab ich das Gefühl. Was ist denn das jetzt? Alter, ich flippe aus mit diesem blöden. Wie im Spiel halt, ne? Dass er da die Runen ändert. Alter, jetzt geht's aber auf die Fresse. Das ist wenigstens das letzte Spiel jetzt. Ich hab nämlich irgendwie keinen Bock mehr gerade. Ich hab nicht ehrlich gesagt, das ist ja egal. Das ist jetzt das letzte Spiel. Kann gut sein. Gott sei Dank hast du noch gesagt, dass noch zwei hinterher vor der Runde, aber egal. Nee. Alter, du bist auf den Boden geklatscht, ich hab's gesehen. Klar, du hast da voll gebrannt und so ein Scheißdreck. Das war meine Bombe, die mich selbst explodiert hat. Weil du auf den Boden geklatscht bist. Nein. Das ist eine Kontaktbombe. Das ist ein Kontaktbomb. Oh, ich finde ihn eigentlich gar nicht mal schlecht. Da siehst du am Boden. Ja, da, wo du hingehörst, Boden. Mann. Mit dem Gesicht im Dreck. Ja, warum hast du denn so einen Quatsch gemacht, Kollege? Alter! Ich hasse ihn. So peinlich. Da lacht er auch noch, du Depp. Ja, was soll ich sonst machen? Tut mir leid. Was sind das da für Klinger, ey? Das nennt man Turbinen, Mann. Das ist ein Flugschiff, Autostrecke. Warum hat das nicht geklappt, Mann? Was hätte denn klappen sollen? Jetzt hab ich schon Damage bekommen, was ist das denn Schwachsinn? Richtig so, Mann. Immer auf die Fresse. Besser Move, den ich hab nach oben aus. Sag's dir. Nein! Alter Schmerz. Das ist doch Quatsch. Wie ist Quatsch? Ich muss sagen, ich bin schuld gar nicht so schlecht. Mhm. Jetzt reicht's mir aber, ne? Ach ja! Fall da noch rein, also bitte! Ach ja! Hüpf halt auch noch rein. Scheiße ist das, Mann. Das macht überhaupt gar keinen Spaß, so dieses Kackspiel, weil es voll doof ist. Guck dir den Link an, Mann, wie er da rummacht. Und alles, was man machen kann, ist... Klatschi, klatschi, klatschi. Link ist bekloppt. Der Scheißdreck da, ey. Das war's jetzt, oder was? Ja. Ich hab den Kanal voll, der Scheißdreck hier. Halbe Stunde Kotzerei. Viel Spaß. Tschüss. Ciao, ciao.